Hallöchen hier, der Nale 4 und willkommen zurück bei World of Warcraft Classic. Wo es weitergeht, hier ganz entspannt heute mit einem gildeninternen Run durch die Todesminen. Ja, mit den Jungs und Mädels vom Kuhschubs-Clan. Fühlt euch gegrüßt. Guck ich doch mal, was hier so los ist, wie sich die Todesminen in den letzten, ja, 15 Jahren verändert haben. Und würde sagen, geht's mal los. So. Ich selber mit Stufe 24 war an dem Abend ein bisschen zu hoch. Ja, so das optimale Level wäre also zwischen 17-18 bis 20-21. Ja, ich weiß, das ist ja auch tot, du Lappen. So. Okay, dann würde ich sagen, dass hier Trash-Geklopfe, das erspare ich mir. Muss nicht sein, ne? Sondern ich springe dann direkt mal hier zum ersten Boss. Machst du das mal. So, da steht auch schon der liebe Rakzor. Im Hintergrund, man sieht's, zwei kleine Rats. Aber im Prinzip reicht es draufgehen, umhauen, fertig. Viel kann er nicht. Ganz entspannt, Tank and Spank und umhauen. So, geht recht schnell. In der neueren Version castet er mitunter auch so Flammenwände, die sich rotieren und denen man ausweichen muss. Aber hier ist es, wie gesagt, Tank and Spank, umklopfen und fertig ist. Ganz entspannte Sache. Genau, dann passt das auch schon. So, noch die Ads umhauen. Bäh. Genau, immer aufs Schaf, ist ganz wichtig. Ne, erst Schaf, dann Stun als Damage-Dealer. Da macht man alles richtig. Jo, aber wie gesagt, großartig schwer war der nicht. So. Das ganze Verzaubererzeug wird natürlich gepasst. Und ansonsten, so an Rohstoffen kann man sagen, gibt es hier die Leinenstoffe und Wollstoffe zu farmen. Und von Erzen her beinhaltet die Todesmine Kupfer sowie Zinn. Genau, das macht Sinn. So, das war der erste Boss. Dann würde ich sagen, geht's auch direkt weiter hier zum nächsten Boss. So, weiter geht's hier mit Sneeds Shredder. Ja, dem zweiten Boss. Auch hier wieder Tanken, Spank, umhauen. Nichts wirklich Großes. Und ja. Genau, lass mal antanken hier den Tank, Kollege. Die Zeit nimmst du dir. Und dann passt das auch. Genau, möglichst zurückziehen. Und dann ist es hier eine super schnelle Sache. So, in der aktuelleren Version schmeißt er, wenn ich mich recht erinnere, noch irgendwelche Minen auf den Boden, denen man ausweichen muss. Und zuerst, in der ersten Phase hier, gilt es, den Shredder umzuklopfen. Und wenn der dann platt ist, dann hüpft der liebe Sneed hinaus und dann heißt es, ihn auch noch umzuhauen. Wenn man ihn findet. Genau, da ist er. Ja. Er selber in der aktuelleren Version springt, glaube ich, dann noch random irgendwie ein auf den Kopf und prügelt auf einen ein. Was aber hier auch noch nicht gemacht hat. So, es kommen weitere Goblins auch, die es zu zerlegen gilt. Aber alles in allem, das passt. So. Wunderbar. Noch umhauen. Und dann ist es auch gewesen. Wunderbar, ein Träumchen. Sehr schön. Noch looten. Hier eine schöne Zweihandaxt. Hm. Alles klärchen. Super. Was auch hier wichtig ist, bevor es weitergeht, sollte man die entsprechenden Patrouillen immer wieder umhauen, die da kommen und spawnen. Hm.
Nicht, dass sie einem hier ganz entspannt von hinten sich heranpimmeln und einem das Müsli kacken. Das muss nicht sein. Also immer, wenn Boss tot ist, gucken, einige Zeit warten. Von hinten kommt immer noch eine Patrouille. So. Also, weiter geht's zum nächsten Boss. Okay, weiter geht's hier mit dem lieben Gilnit. Was etwas bei ihm ist, kann man entspannt schieben. Und ja, auch er wieder Tank und Spank, umhauen, Schaden drauf. Er castet auf den Tank so ein Feuergedöns hier drauf, ne? So ein Feuerbrand. Was er in der aktuelleren Version kann, weiß ich nicht. Ich glaube, die haben den hier rausgenommen und durch so ein Roboterviech irgendwie, so ein Schredderviech ersetzt. Wenn ich mich recht erinnere, ich glaube schon, ne? Den gab es so jetzt im Retail nicht mehr. So, ansonsten zum Raum selber ist der furchtbar zu pullen und zu machen und weil diese ganzen verkackten Goblin-Viecher hier selber noch irgendwelche mechanischen kleinen Roboter beschworen haben. Und zwar ganz furchtbar. Das ist aber schon das Nervigste an dem Raum überhaupt, also an der Instanz ist dieser Raum hier. So, denn kurz vorm Sterben rennen die natürlich auch weg. Humanoide Mobs und so. Aber auch das hier ist erledigt. Dann weiter zum nächsten Boss. So, der nächste Boss ist der liebe Mr. Smite hier hinten. Ja, der Taure, der da gerade runterkam. Doch bevor es auf ihn drauf geht, heißt es erstmal die beiden Lumpen der Defias hier umknüppeln. Ja, die vor der Brücke standen. So, das sollte im besten Fall die ganze Gruppe machen. So, der ganze Kampf selber. Ja, ist wieder Tank and Spank und verläuft über drei Phasen. Ja, das heißt immer zu 30%. Stunte die komplette Gruppe und geht in die nächste Phase über. Und pro Phase nimmt er eine neue Bewaffnung. Ja, also jetzt hat er erstmal hier mit einer Einhandwaffe gekämpft. Ja, improvisier mal. Jetzt holt er sich zwei Einhandwaffen. Jetzt auch schnell den letzten Lumpen hauen. Und weiter geht's hier auf den Boss. Genau. So, Tank and Spank, ganz entspannt. So, gleich kommt die dritte Phase. Und jetzt holt er sich den Zweihandkolben raus. Und modelliert weiter. Fröhlich das Gesicht vom Tank. Aber der muss das halt wegstecken. Der macht das super. So, umhauen. Nee, ist es nicht. Jawohl, super. Genau, im Retail ist es, glaube ich, genau der gleiche Kampfablauf. Ja. Nicht wirklich schwer, ganz entspannt. Und er droppt dann eine schöne Axt. So, schnell hochrecken und dann geht's weiter zum nächsten Boss. So, weiter geht's mit dem lieben Cookie. Den Murloc, der hier unten auf diesem Zwischendeck rumläuft vom Schiff. Ja, auch er, Tank und Spank umhauen, nicht wirklich viel. Was jetzt zu sagen gilt, im Retail hat er seinen eigenen Bosskampf, der dann oben auf dem Schiff stattfindet, wo er dann irgendwie gammeliges Essen um sich rumwirft. Ein ganz fürchterlicher Kampf, ich habe keine Ahnung, wer auf die Idee gekommen ist, diesen Encounter einzufügen. Ja, im Retail, ich weiß es nicht. So, aber hier in Classic läuft hier unten rum, ganz entspannt. Ja, würde ich sagen, geht's weiter zum nächsten Boss. Der nächste Boss ist Kapitän Greenskin. Ein Goblin, der hier oben auf dem Deck rumpatrouilliert. So, auch hier wieder erst die beiden Ads umhauen, die ihn begleiten. So. Ansonsten ist auch er wieder ganz entspannt. Tanken und umklopfen. So. Ich glaube, ihn haben sie in Retail rausgenommen und haben dafür an dieser Stelle auf dem Deck so einen komischen Werwolf-Forgen hingeknödelt. Genau. Der seinen Platz angenommen hat. Der sich immer unsichtbar macht und dann kommt irgendwelche Geister, die muss man umhauen und ja, auch ein nerviger Encounter. Aber ich glaube, Greenskin hier, den gibt's nicht mehr. Nicht genug Wut. Ja. Und wie gesagt, auch eben schon, dass Cookie
käme dann auch hier. Ich glaube, zuerst käme dieser komische Werwolf, dann kam Cookie und dann kam der eigentliche Endboss. So. Und hier steht auch schon der letzte Boss, der liebe Van Cleef, den es zu Classic-Zeiten ja noch gab. Im Retail nicht mehr. Ja, das hat seine Tochter eingenommen, den Platz. Ich weiß gar nicht, mit welchem Addon das war, dass man dann gegen Vanessa Van Cleef kämpft. Aber hier ist es noch der gute, alte Van Cleef. Wie hieß er denn? Ich glaube, John hieß er? Ich glaube ja, ne? Ist auch Krieger. Marinda, holen raus. Ich glaube, der kommt nicht raus, ne? Der war drin, wenn ich mich recht erinnere. Niemand darf die Bruderschaft herausfordern. Genau, auch hier zwei Lumpen der Defias, die man erst umhauen sollte. So. Bevor es dann auf Van Cleef geht. So. Aber auch er ist Taken Spank. Schaden drauf und gut ist. So. Ich glaube, er hat auch eine Schaden gemacht. Ich weiß gar nicht, was er noch konnte, der liebe Van Cleef. So, guck mal, kommt noch ein nächster. Ich glaube, der hat Viecher beschworen. Oder kann es sein, dass alle 50% HP-Verlust irgendwie die Viecher hier kamen? Das könnte auch sein. So, schnell den lieben Edwin, so hieß er, umhauen. Und dann die restlichen Mobs, ne? Noch drei Stück. So. Dort eine schöne Stoffweste. So, jetzt aber hier schnell umhauen. So, jawohl. Und hier ist es auch nicht. So, wunderbar. Ich glaube, bei Vanessa Van Cleef im Retail war das auch ein Kampf. Ich weiß nicht, ob das ein Bonus-Encounter war am Ende, den es nur in der heroischen Version gab. Die musste man dann nochmal zurück durch die kompletten Todesminen verfolgen. Und musste irgendwie über hier brennende Wege und lauter fallenbespickte Pfade verfolgen. Bei der lieben Vanessa. War ein netter Kampf, wenn ich mich recht erinnere. Bin mir aber wirklich nicht sicher. So, ist ja auch wurscht. Hier geht's um Classic. So, der liebe Edwin ist Geschichte. Droppt noch einen versiegelten Brief, den man mitnehmen sollte. Die Quest. So, und mehr ist es auch hier am Ende nicht gewesen. Ja, das waren die Todesminen. Recht entspannt. Und ja, an der Stelle würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wärt. Bis dahin, macht es gut und ciao, ciao.